Also, herzlich willkommen zu unserem heutigen CL-Sprint. Wir haben uns das überlegt, bei den CL-Sprints im zweiten Halbjahr, dass wir da so ein Generalthema machen, das, glaube ich, uns alle interessiert. Nämlich, wir haben jetzt alle neue Erfahrungen gemacht im Rahmen des Corona-Lockdowns. Man musste viele Dinge neu machen. Viele Dinge haben funktioniert, viele Dinge haben auch nicht so gut funktioniert. Aber viele haben auch sehr positiv funktioniert. Und wir haben uns überlegt, dass wir die Sprints, die wir jetzt im zweiten Halbjahr monatlich machen wollen, immer mal ein Thema rausnehmen, wo uns aufgefallen ist, was funktioniert, was man anders machen könnte, was man vielleicht auch besser machen könnte. Und es hat natürlich immer sehr viel mit Lernen und Arbeiten zu tun. Und ich werde nachher noch ein bisschen sagen, wie es weitergeht. Heute haben wir den John Erdenbeck und den Werner Sauter da. Und beide haben als Thema mal gewählt, Werte und Kompetenzen in der Krise. Was wir gerne machen würden, ist, dass ich den Chat beobachte, für diejenigen, die einen Chat haben, und nachher auch die Fragen und sowas an die beiden zurückspiele. Diejenigen, die keinen Chat haben, die können sich gerne auch zu Wort melden und dann auch direkt mit uns diskutieren. Und damit darf ich an Werner und den John übergeben. Also zunächst mal begrüße ich Sie alle. Oder euch alle recht herzlich und will versuchen, nicht so sehr ins Detail zu gehen, so viel Zeit haben wir auch gar nicht, sondern wir wollen einfach erklären, warum Kompetenzen und Werte so wichtig werden in Zukunft. Bei Kompetenzen hat es sich ja schon durchgesetzt, aber auf eine nur sehr personalbezogene Ebene, nämlich dass Kompetenzen von Mitarbeitern oder im HR-Bereich wichtig sind, das weiß man, aber nicht eigentlich Kompetenzen im großen Ganzen und vor allen Dingen nicht, wo die Werte da eine Rolle spielen. Deshalb glauben wir, und das ist unsere Überzeugung, Werte sind etwas, was dazu da ist, dass man handeln kann unter Offenheit, unter einer Zukunft, die nicht vorherbestimmt ist, nicht vollkommen. Man muss aber ständig Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen kann man nur über Werte, über Werthaltung, über Wertüberzeugungen treffen. Wir werden es gleich am Beispiel sehen. Deshalb, je offener die Zukunft, umso wichtiger werden Kompetenzen und Werte. Und die Folie 4 soll anzeigen, unsere wie Welt die Welt sich verändert. Das ist ja eine Binsenweisheit. Aber diese Binsenweisheit ist leider, oder auch Gott sei Dank, sehr maßgeblich. Urbanisierung, digitale Transformation haben wir so als demografischen Wandel, haben wir als Stichworte Klimawandel und Globalisierung. Und jetzt kommt als neueste Herausforderung natürlich die ganze Corona-Geschichte dazu. Und ich will diese Corona-Geschichte benutzen, um zu erklären, wieso für wichtige Entscheidungen Werte eine maßgebliche Rolle spielen. Wir haben inzwischen ein relativ großes Material über Corona und über Corona-Bekämpfung und so weiter angehäuft. Aber trotzdem gibt es eine Wertentscheidung, die vor allem anderen liegt. Und diese Wertentscheidung ist folgende. Zählt das menschliche Leben mehr als jede wirtschaftliche Entwicklung? Das heißt, können wir uns es leisten, wirtschaftliche Entwicklung sehr tief runterzufahren? Oder ist es so, dass wirtschaftliche Entwicklung so wichtig ist, dass wir, ich mache es jetzt mal ein bisschen lax, dass wir sagen, na gut, ein paar Corona-Fälle mehr, die schaden nicht, aber die wirtschaftliche Entwicklung, wenn die runterfährt, dann ist das eine Katastrophe. Das ist keine, und das ist das Wichtige an dem Beispiel, das ist keine wissenschaftliche und keine sozusagen berechenbare Entscheidung. Das ist eine Wertentscheidung. Wenn ich die erste Variante habe, dann zählt Leben über alles. Wenn ich die zweite Variante habe, dann zählt die Wirtschaft sehr viel stärker. Leben zählt auch, aber in einer anderen Weise. Ich gucke auf die erste Variante anders. Das ist ein schönes Beispiel. Schön in dem Sinne, dass man es daran sehr deutlich sieht,
dass solche grundlegenden Entscheidungen in eine offene Zukunft hinein nicht ohne Werte und ohne Wertentscheidungen getroffen werden können. Und wir sehen es auch an den verantwortlichen Politikern, dass sie von ihren Kompetenzen aus diese Frage ganz unterschiedlich beantworten und in ihre Entscheidungskompetenzen hinein, nämlich in die Fähigkeit, in offenen Situationen kreativ und selbstorganisiert zu handeln und zu entscheiden, spielt diese Wertorientierung eine ganz, ganz große Rolle. Wenn man jemanden hat, der solche christlich grundsätzlichen Wertorientierungen hat wie Angela Merkel, dann ist es klar, auf welcher Seite sie in diesem Konflikt steht. Wenn ich, jetzt mal von allen anderen Verrücktheiten abgesehen, wenn ich einen Mann wie Trump habe, dann ist es ganz klar, dass bei dem natürlich die Wirtschaft ganz weit im Vordergrund und im Fokus steht. Und dass er natürlich die Lebensfragen auch berücksichtigen muss, aber dass diese Frage, wie erhält man einigermaßen die Wirtschaft noch am Laufen, noch eine ganz andere und fundamentalere Rolle spielt. Das ist, finde ich, ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie solche Wertentscheidungen, und zwar massiv in Unterscheidungen in der Wirtschaft, in der Politik, auch im Alltag natürlich, eine Rolle spielen. Und sie gehen immer in Kompetenzen ein. Das heißt, sie bilden dann sozusagen den Wertuntergrund von Kompetenzen. Das Problem, vor dem wir alle stehen, jeder, der im Weiterbildungs-, im Bildungsbereich was zu tun hat, weiß, dass da etwas grundlegend falsch läuft. Nämlich, dass Wissensvermittlung anstelle von Kompetenzentwicklung gesetzt wird. Schule, Sie kennen das alle, Sie haben wahrscheinlich, die meisten haben Kinder. Was wird in der Schule gemacht? Hauptsächlich Wissen vermittelt. Ob das digital übrigens vermittelt wird oder ob das in Präsenzunterricht vermittelt ist, ist da ganz wurscht. Der Schulunterricht läuft bis heute noch weitgehend auf eine Wissensvermittlung hinaus. Wissen ist aber keine Kompetenz. Und diesen Satz kann man sich, glaube ich, wirklich merken. Wissen ist keine Kompetenz. Ich habe mit dem Rolf Arno ein Buch darüber geschrieben, über diese Frage. Was wir hier haben, das ist ein wunderbarer Ausspruch von Jack Ma, ist der Gründer von Alibaba, also dem größten, weltgrößten Handelshaus, noch größer als Amazon. Und der sagt, wenn wir heute nicht ändern, wie wir unterrichten, haben wir in 30 Jahren große Probleme. Die bisherigen Bildungssysteme basieren darauf, das Wissen der vergangenen 200 Jahre zu vermitteln. Für die Zukunft gleicht das einer Bankrotterklärung. Kinder sollen etwas lernen, was Maschinen niemals können. Und was sie von denen unterscheidet, auch in Zukunft beispielsweise, und dann sagt er als erstes, Werte, Überzeugung. Unabhängiges Denken, wobei die Frage Unabhängigkeit auch eine Frage der Werte ist. Teamwork, Mitgefühl, also eine Bewertung des Zusammenhangs zwischen Menschen. Dinge, die nicht durch reines Wissen vermittelt werden. Und das ist die Überzeugung von Werner Sauter und mir auch. Das ist eine zentrale Forderung, die vor uns allen steht. Das alles ist zusammengefasst oft in den Konsequenzen aus der Arbeit 4.0. Ich sage jetzt nicht viel über Arbeit 4.0, da haben Sie sicher schon vieles gehört, gelesen und auch vorgesetzt gekriegt. Unsere Frage ist das Corporate Learning, wie bereiten wir Mitarbeiter, und das ist als Fragestellung zentral. Wir müssen nicht Wissen in die Köpfe hinein stopfen, sondern unsere Frage ist, wie bereiten wir Mitarbeiter auf Aufgaben vor, die noch gar nicht existieren, auf die Nutzung von Technologien, die noch gar nicht entwickelt sind, um Probleme zu lösen, von denen wir heute noch nicht mal wissen, dass sie entstehen werden. Corona ist übrigens so ein Beispiel. Das ist die eigentliche Frage des Corporate Learning,
Und das ist die eigentliche Frage des Zukunfts, der Zukunftsentwicklung von Kompetenzen überhaupt. Vorratslernen nützt halt nichts, um das nächste, die nächste Folie. Man benötigt die Entwicklung von Kompetenzen und Werte als die Kerne von Kompetenzen. Dann steht da so ein schlauer Spruch, Information ist der Rohstoff, Wissen der Stoff, Kompetenz das Ziel, moderne Ausbildung und Werte bilden die Kerne von Kompetenzen. Das ist so in einem sehr zusammengefassten Satz die Meinung, die der Werner Sauter und ich uns inzwischen erarbeitet haben. Wir haben so ein Bild und das finden wir, ist auch ganz gut zu überlegen und sich zu merken. Weil dann oft gesagt wird, also zum Beispiel ein Lehrer, der sagt, ich vermittle doch lauter Wissen, das ist doch für eine Kompetenz ganz wichtig. Ja, es ist wichtig. Und Wissen, Qualifikation und Kompetenzen sind, in, wie es in diesem Bild zusammengefasst ist, ineinander geschachtelt. Und das heißt, es gibt keine Kompetenzen ohne Wissen, ohne Fertigkeiten, ohne Qualifikationen. Aber Wissen, Fertigkeiten und Qualifikationen sind keine Kompetenzen. Und das heißt, wenn ich Wissen, Fertigkeiten, Qualifikationen erhöhe, erhöhe ich noch gar nicht die Kompetenzen, sondern ich erhöhe erst einmal nur das Wissen im Kopf. Und wenn ich nicht vermittle, wie man das nutzen kann, wie man das in selbstorganisiertes Handeln umsetzen kann, dann habe ich nichts gewonnen. Inzwischen haben wir einen Paradigmenwechsel. Wir messen individuelle Kompetenzziele anstelle von Curricula. Das können wir mit solchen Mitteln ziemlich gut machen. Das heißt, wir haben links Kompetenzen und rechts auf einer Skala messen wir dann, wie sind die einzelnen Kompetenzen bei Herrn X oder Frau Y vorhanden. Und dann kann man natürlich anschließen Beratungsgespräche oder Entwicklungsgespräche. Und beim nächsten kommt die theoretische Grundlage von unserem ganzen Denken. Und diese theoretische Grundlage ist unserer Ansicht nach, Werte sind Ordner der Selbstorganisation, die die menschliche Selbstorganisation bestimmen. Dieser Ordnerbegriff, da kann ich und will ich jetzt auch nicht viel dazu sagen, der ist aus der Selbstorganisationstheorie, aber den können Sie sich selber sofort überlegen, wenn Sie selbstorganisierte Prozesse nehmen, wo Leute in, ob das im Verkehr ist oder ob das in Wissenserwerb ist oder im Handeln selber, wo Leute selbst organisiert arbeiten, bilden sich sofort Regeln, Werte und Normen heraus. Das machen wir so als Regel. Das halten wir so, das bewerten wir so als Wert. Das wird bei uns so gemacht als Norm. Und durch diese Werte, die dann entweder in Regeln oder in Normen noch umgesetzt werden, steuert sich eigentlich normales menschliches selbstorganisiertes Handeln und damit wirklich kompetentes Handeln. Wir haben das zusammengefasst in diesem Werteatlas. Und dieser Werteatlas, da sind wir auch sehr zufrieden mit. Deshalb, weil er erstens mal zeigt, die grundsätzlichen Werte, von denen wir ausgehen müssen. Genusswerte, Nutzenswerte, ethisch-moralische Werte, sozial-weltanschauliche Werte. Das sind für uns die großen Gruppen von Werten. Die kann man dann nochmal untersetzen in Teilwerte. Das ist in diesem Atlas gemacht, das will ich nicht erwähnen. Nur, was ganz wichtig ist, lassen Sie sich nie erzählen etwas von Unternehmensethik. Unternehmensethik ist ein Teil der Werte, aber es gibt Unternehmens,
sozial weltanschauliche Werte, die manchmal im Unternehmen ethische Werte aushebeln. Es ist keineswegs so, dass sozusagen nur ethische Werte weder im Unternehmen noch in der Gesellschaft wirken. In Wirklichkeit wirken alle diese vier Wertegruppen zusammen und manchmal eben auch sehr kontrovers zusammen. Und erst alle vier und dann natürlich die Werte, die Teilwerte, die hier genannt sind, spielen dann eigentlich, bilden ein bisschen das ganze Spektrum dessen ab, was wir an Werten haben. Wir haben eine, um das nächste Folie, wir haben eine Form der Erhebung der Werte, die ziemlich gut ist, weil, glauben wir, einfach technisch gut, wenn man in sehr kurzer Zeit Werteinstellungen messen kann. Und wir können solche Wertebilanzen dann aufstellen. Das Interessante an diesen Wertebilanzen ist, wir können bei einem Unternehmen messen, was glaubt es selber, was die Werte des Unternehmens sind. Also wir wissen, dass es immer in solchen Hochglanzbroschüren. Wir können messen, was denken die Leute, was eigentlich die Werte ihres Unternehmens sein müssten. Und C, was denken die Mitarbeiter, wie diese Werte wirklich umgesetzt werden. Und allein aus dieser Messung, hier ist so ein Beispiel, kann man dann sehr schön und sehr viel in einem Unternehmen diskutieren und auch über die Mitarbeiter im Einzelnen und über Teams in dem Unternehmen diskutieren. Kurz gesagt, die Werteerfassung hat uns Erkenntnisse gebracht, die wir mit einer Mitarbeiterbefragung nie erlangt hätten. Das ist ein Zitat von einem Unternehmen, wo wir das angewendet haben. Und das ist auch unsere Überzeugung. Und jetzt kommt der Werner und erzählt uns was über agile Werte und Kompetenzentwicklung. Okay. Ja, so im Zuge von Corona liest man ja ständig solche Erfolgsberichte, die aufzeigen, bei einer Hochschule habe ich gelesen, die ganz stolz verkündet hat, dass sie alle 60 Vorlesungen jetzt aufgenommen hat und als Video im Netz verfügbar hat. Und ich denke, nach dem, was John gerade dargestellt hat, ist deutlich, dass das letztendlich nicht die Konsequenz aus dieser aktuellen Situation sein kann, sondern wenn, dann muss natürlich auch die Entwicklung sich auf Kompetenzen und auf Werte beziehen. Und wir brauchen schlicht und einfach auch einen Paradigmenwechsel jetzt im Corporate Learning. Wenn ich das aufgreife, was John gerade dargestellt hat, dann brauchen wir einen Kreislauf der gezielten Werte, Kultur, Kompetenzentwicklung. Und wir gehen hier so vor, dass wir zunächst mal beginnen, auf Basis der Organisationsstrategie, aber auch des Werterahmens, der bereits bekannt ist, jetzt Sollprofile hier zu entwickeln für einzelne Funktionen, für einzelne Bereiche. Ich werde da im Detail nachher noch drauf eingehen, um dann einen Kreislauf der Kompetenz- und Werteentwicklung zu initiieren. Und natürlich brauchen wir auch, wenn wir Werte und Kompetenzentwicklung angehen, brauchen wir natürlich auch Ziele, weil wenn ich keine Ziele für Entwicklungsprozesse habe, darf ich mich nicht wundern, wenn ich ganz woanders ankomme, als ich vorhatte. Also brauchen wir Werte und Kompetenzerfassung. Wir stellen also die Ist-Profile fest, analysieren diese in einem gemeinsamen Gespräch mit den Lernern, aber mit der Zielsetzung, dass diese ihre individuellen, persönlichen Ziele formulieren. Und das ist der eigentliche Paradigmenwechsel, in dem wir uns letztendlich befinden, dass wir weggehen von diesen vorgegebenen Zielen, Curricula, die für alle gleich sind, hin zu solchen individuellen Werte- und Kompetenzzielen, um daraus dann auch personalisierte Wertekompetenzentwicklung abzuleiten. Und letztendlich wirkt sich das auch auf die Überprüfung der Lernergebnisse aus. Nicht mehr das Abfragen von Wissen ist im Vordergrund, sondern letztendlich geht es um die Performance. Und wir gehen in unserer Arbeit von der These aus,
dass das Lernsystem ein Spiegelbild der Arbeitswelt sein muss, im besten Fall sogar die Arbeitswelt etwas vorwegnimmt. Und wenn sich die Arbeitswelt in Richtung 4.0 oder agiles Arbeiten, welche Schlagworte man auch immer nutzen will, entwickelt, muss sich dann auch das Lernen entsprechend entwickeln. Und folglich brauchen wir auch für diese Entwicklungskonzeption eine neue Didaktik oder eine veränderte Didaktik, die von Rolf Arnold und anderen Mitstreitern wie Schüssler und so weiter entwickelt wurden. Letztendlich müssen wir dahin kommen, die selbstorganisierten Lernprozesse unserer Mitarbeiter optimal zu unterstützen und möglich zu machen. Also den Lernenden alles an die Hand zu geben, damit sie ihre Lernprozesse problem- und selbstorganisiert lösen können. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir einen entsprechenden Ermöglichungsrahmen schaffen. Und jetzt sind wir wieder bei dem Eingangsbeispiel mit diesen 60 Vorlesungen. Ermöglichungsrahmen bedeutet jetzt nicht, dass man einfach das Wissen in das Netz stellt und damit digital abrufbar macht. Das ist ein Teilelement, sondern letztendlich geht es um ein umfassendes System. Zunehmend wird hier der Begriff Learning Experience System benutzt, das dem Lerner alles zur Verfügung stellt, was er für die Planung seines eigenen Lernprozesses benötigt, auch Werte, Kompetenzmessung zum Beispiel, dass er vor allen Dingen Tools zur Kommunikation, aber auch zum kollaborativen Arbeiten im Netz bekommt, dass er natürlich auf das notwendige Wissen, aber nicht nur das formelle Wissen, sondern auch das Erfahrungswissen der Mitarbeiter zugreifen kann und dass er dann auch entsprechende Rückmeldetools bekommt. Und hier kann man sich ja auch nochmal vor Augen führen, was zum Beispiel Gerhard Roth, der Hirnforscher, so schön auf den Punkt gebracht hat, dass man letztendlich Werte und Kompetenzen nicht lehren kann, sondern es funktioniert nur, wenn die Mitarbeiter diese Prozesse selbst gestalten und umsetzen. Und gerade im Zuge unserer Entwicklung des Wertemodells und dann auch des Wertemanagements haben wir eine ganz spannende Erfahrung gemacht. Während wir jetzt bei Kompetenzen im Regelfall vom Individuum ausgehen, beim Individuum Kompetenzen messen, um uns dann vielleicht auf die Teamebene oder gar Organisationsebene zu entwickeln, haben wir gelernt, müssen wir bei Werten anders agieren. Das heißt, wenn wir tatsächlich die Werte im Unternehmen gezielt entwickeln wollen, müssen wir auf der Organisationsebene beginnen und uns nach und nach auf die Team- und dann natürlich auch auf die Mitarbeiterebene zu bewegen. Und wenn wir auf der Organisationsebene sind, sind wir natürlich ganz schnell auch bei dem Begriff der Kultur. Und schon Max Weber hat es auf den Punkt gebracht, der Begriff der Kultur ist ein Wertebegriff. Und dieses Bild, das kennen Sie ja alle, dieses Eisbergmodell macht ja deutlich, dass Kultur zum größten Teil im Verborgenen wirksam wird und man nur wenige Teile der Kultur, die Artefakte, tatsächlich sehen kann. Und das ist auch der Grund, warum Kulturmanagement im Regelfall sehr schwierig ist. Wir haben gute Erfahrungen gemacht, das Thema der gezielten Veränderung der Werte auf Organisationsebene und damit auf der Kultur in diesem Sinne vorzugehen, so wie es John gerade schon beschrieben hat. Wir erfassen erstmal organisationsweit die gesamten, die Ist-Werte und die Wunschwerte. Das heißt, jeder Mitarbeiter schätzt für die Organisation ein, wie erlebe ich die Werte und damit die Kultur und wie hätte ich es dann gerne, um dann auf Basis dieser Erfassung jetzt in einem moderierten Prozess die Sollwerte für die Organisation herzuleiten. In einem Unternehmen haben wir zum Beispiel in diesem Prozess dann die drei Kernwerte abgeleitet, die für diese Organisation, für das Unternehmen stehen sollen.
Und diese Kernwerte bildeten dann auch wiederum die Grundlage für die internen Entwicklungsmaßnahmen, aber auch durchaus für das Marketing. Und auf Basis jetzt solcher Sollwerte leiten wir jetzt ein Kommunikationskonzept ab, um letztendlich dann die organisationale Werteentwicklung voranzutreiben. Und bei diesem organisationsweiten Kommunikationsprozess orientieren wir uns zwischenzeitlich sehr stark an den Erfahrungen, die wir mit dem MOOC-Athon oder mit dem MOOC-Camp im Rahmen der Corporate Learning Community gemacht haben. Das heißt, wir starten diesen Kommunikationsprozess wirklich als organisationsübergreifenden Prozess mit einer entsprechenden Einstimmung, mit einem Kick-off-Webinar, um dann in mehreren Sprints jetzt Elemente dieser Werteentwicklung im gesamten Unternehmen online zu diskutieren, so wie ihr das von der Corporate Learning Community in dem MOOC-Athon kennengelernt habt, um dann aus diesen Sprints letztendlich in einem abschließenden Workshop so etwas wie die Mission des Werte- und des Kompetenzmanagements abzuleiten, und um dann das quasi in die Breite zu tragen. Und ganz wichtig ist, wir versuchen dann quasi in dem Workshop sogenannte Korridorthemen zu definieren. Das heißt also, wir definieren Themen, Werte, kompetenzorientierte Themen, die dann mal für 2-3 Monate im gesamten Unternehmen auf Ebene der Teams, aber dann auch heruntergebrochen auf der Ebene des einzelnen Mitarbeiters bearbeitet werden, um das Thema Werte tatsächlich über projektorientierte Aufgabenstellungen dann in die Köpfe und vor allen Dingen dann auch in das Herz der Mitarbeiter zu tragen. Entsprechend gehen wir dann auf der Teamebene vor, wo wir dann auf Teamebene ebenfalls die Ist- und Wunschwerte erfassen und im Rahmen jetzt der auf Organisationsebene formulierten Sollwerte, spezifische Sollwerte für das Team entwickeln. Und im Rahmen dieser Korridorthemen, die ich gerade genannt habe, versuchen dann die Teams, ihre Projektthemen ebenfalls zu bearbeiten. Also wenn ich ein Vertriebsteam nehme, dann kann sich ein Vertriebsteam, wenn es jetzt zum Thema Compliance sich Ziele setzt, kann das Vertriebsteam diese Compliance-Themen gemeinsam bearbeiten, eine entsprechende Vorgehensweise entwickeln, diese Vorgehensweise zur Umsetzung der Compliance-Richtlinien in der Praxis anwenden, die Erfahrungen online wieder im Team kommunizieren, um dann daraus nach und nach ein eigenes Profil und eine eigene Handlungsweise für das Team ableiten zu können. Und letztendlich geht es dann auch um die Mitarbeiterebene. Und da zitieren wir gerne den Horst Siebert: Menschen sind unbelehrbar, aber lernfähig. Deswegen setzen wir jetzt auf der Individualebene auf dem bekannten Modell an. Werte und Kompetenzen kann man in erster Linie im Rahmen von Praxisaufgaben, Praxisprojekten entwickeln, idealerweise in Verbindung mit einem Coaching durch einen Lernbegleiter. Und in einem begrenzten Rahmen ist es auch möglich, Werte und Kompetenzen zu trainieren. Aber Voraussetzung ist, dass wir entweder realitätsgleiche oder realitätsnahe Herausforderungen haben, damit dieser emotionale Aspekt hier zum Tragen kommt. Und auf der Individualebene wird jetzt dieser Wandel des Lernens wirklich grundlegend deutlich. Wir zielen jetzt nicht mehr auf irgendwelche Inhalte, Objekte, sondern der Mensch als Ganzes, der Mitarbeiter als Ganzes steht im Mittelpunkt. Die Mitarbeiter arbeiten nicht mehr ein Curriculum ab, sondern haben individuelle Lernziele. Sie entwickeln ihre Werte und Kompetenzen selbst organisiert,
im Netz immer mehr mit anderen zusammen, hinterfragen auch das Wissen und suchen eher nach Orientierung. Da sind wir wieder beim Thema Werte. Und letztendlich ist das ein Bottom-up-Lernen. Und deswegen wird der Lernprozess nicht mehr so gestaltet, wie wir das bisher gewohnt sind, dass wir erstmal dafür sorgen, dass die Mitarbeiter ihr Wissen aufbauen, dann dürfen sie ein paar Übungen dazu machen und irgendwann binden sie es vielleicht im Arbeitsprozess an, sondern wir gestalten das als Social Blended Learning, basierend auf einer Wertekompetenzerfassung, so wie vorher beschrieben, starten dann diese Prozesse zumindest in der Übergangsphase, bis sich diese selbstorganisierte Lernen durchgesetzt haben, mit einem Kick-off, der eine Funktion hat, den selbstorganisierten Lernprozess zu ermöglichen. Aber der entscheidende Punkt ist, die Wert- und Kompetenzentwicklung findet jetzt im Arbeitsprozess oder in Praxisprojekten statt. Die Teilnehmer bilden Lernpartnerschaften, Lerngruppen, tauschen sich aus, treffen sich immer wieder in Workshops. Und das sollte auch jetzt nach Corona auf jeden Fall stattfinden, weil diese Workshops gerade unter dem sozialen Aspekt natürlich eine zentrale Rolle spielen, um dann am Schluss quasi ihr Lernergebnis in Form von Praxisprojektergebnissen aufzuzeigen. Und wir gehen davon aus, wenn die Mitarbeiter dann mal gewohnt sind, solche Systeme des selbstorganisierten Lernens zu nutzen, dass dann Arbeits- und Lernwelt, den Effekt kann ich jetzt in dem Modus leider nicht zeigen, langsam zum Social Workplace Learning zusammenwachsen. Abschließend vielleicht noch zwei Anmerkungen zur Implementierung. Die zentrale Rolle spielt letztendlich die Konzeption der Begleitung der Lerner. Wir wollen ja, dass die Mitarbeiter selbst organisiert ihre Lernprozesse gestalten. Aber damit das wirklich funktioniert, brauchen wir ein System, das jetzt Lernpartnerschaften, Lerngruppen, aber auch professionelle Lernbegleitung, Kommunikation, Kollaboration im Netz sinnvoll miteinander verbindet. Und dafür brauchen wir natürlich auch, um solche Konzepte zu gestalten, jetzt Learning Professionals, die das können. Und das ist unsere letzte Empfehlung. Wir haben gelernt, dass man solche Konzepte jetzt nicht in die Praxis transportieren kann, indem man den bisherigen Trainern, die fremdorganisiertes Lernen gewohnt sind, erzählt, wie man es macht. Die verstehen das sicherlich, finden es vielleicht sogar gut, aber deswegen werden sie ihre Handlungsweisen nicht verändern. Wir haben aber gute Erfahrungen damit gemacht, wenn wir dieses Doppeldeckerprinzip anwenden, wenn also die Trainer erstmal solche Lernkonzepte als Lerner selbst erleben, aber im Rahmen solch eines Social Blended Learning bereits ihre eigene Bildungskonzeption entwickeln, die sie dann anschließend entweder als Führungskraft oder als Lernbegleiter anwenden. Das waren so unsere Anmerkungen zu diesem Thema. Und wir haben jetzt noch so 20 Minuten Zeit und stehen natürlich gerne dann auch für Fragen hier zur Verfügung. Okay, vielen Dank, John und Werner. Ich habe im Chat mal nachgeschaut, da gab es nicht so viele Fragen. Ich habe gesehen, dass viele aber sehr aufmerksam zugehört haben, mitgeschrieben haben, notiert haben. Vielleicht zwei Themen. Eine Frage war nochmal die Werte, dieses Werteportfolio mit den vier Hauptgruppen, die Sie gezeigt haben. Wie ist denn das entstanden? Ist das top-down entstanden? Ist es expertenorientiert entstanden? Ist es empirisch entstanden? Hat man eine Faktorenanalyse, eine Clusteranalyse gemacht? John, was kannst du am besten beantworten? Ja, das ist so entstanden, also in unserem, wir haben drei Bände gemacht, Werner und ich. Der eine ist Grundlagenband, der zweite ist Werte in Unternehmen, der dritte ist individuelle Wertentwicklung. Und in dem ersten Band haben wir das ziemlich eindeutig die Quellen belegt. Das ist in der psychologischen Literatur, gibt es solche Aufteilungen, die ähnlich sind wie unsere. Was aber klar ist, und das ist
eigentlich schon fast intuitiv klar. Wenn man Werte als im Sinne von Bewertungen, von Sachverhalten, von Dingen, von Relationen durch Einzelne oder durch Gruppen annimmt, kann es gar nicht viel andere geben. Es gibt einfach nur die des Genusses, des sich Wohlfühlens mit bestimmten Zuständen, Gegenständen und so weiter. Es gibt die, dass man Nutzen daraus zieht für sich, für andere. Es gibt die, dass man nach ethischen Gesichtspunkten verfährt. Das heißt also, und das muss man genau ausführen, das haben wir da versucht auszuführen, dass man sozusagen symmetrisch für jede Person, was für jede Person gilt, muss auch für jede andere Person gelten. Und da gibt es so Grundsätze, die für ethische Werte gelten. Und das Letzte sind eben sozial-weltanschauliche Dinge, die unter anderem politische Fragen umfassen. Und das ist eine andere Form von sozialer Organisation. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Weil natürlich bei bestimmten, also nehmen Sie eine Kriegssituation, Terrorismussituation, Terrorismusbekämpfung. Da kann nicht die Maxime ethisch lauten, du sollst nicht töten, sondern die Maxime muss lauten, du sollst töten, wer terroristisch handelt. Das ist politisch, sozial-weltanschauliche Maxime, die vollkommen richtig ist, aber die steht der ersten, der ethischen entgegen. Solche Situationen gibt es ganz, ganz viele, wo ethische Normen und sozial-weltanschauliche oder politische Normen, die sozusagen konfrontativ zueinander stehen. Das wird dann oft weggebügelt einfach. Man redet nur noch über Ethik. Aber wenn Sie genau hinhören, was zum Beispiel in Unternehmen über Ethik verhandelt wird, dann sehen Sie, dass das immer auch politische Fragen sind. Und Frage war es ja auch, wie jetzt diese 16 Werte zustande gekommen sind. Und du hast ja, wenn man so will, das ist, glaube ich, einzigartig, die gesamte Werteforschung, die irgendwann mal so im Zeitalter von Friedrich Nietzsche begonnen hat, systematisch aufgearbeitet. Wir haben uns ja dann auch an den Reismotiven und an den Shell-Studien orientiert. Wie kannst du das noch mal ein bisschen erläutern? Ja, wir haben, es ist so, wenn man bei der Werteforschung tief einsteigt, dann ist man völlig verwirrt, weil es unendlich viel gibt. Und zwar interessanterweise erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die gesamte vorhergehende Menschheit hat selbstverständlich Werte gehabt, aber Werte nicht als Werte diskutiert, sondern erst, Werner sagte das Stichwort schon, Nietzsche, Umwertung aller Werte, in dieser Zeit nach 1850, weil es immer schneller ging mit der Werteveränderung und da kriegten die Leute mit in ihrer Lebenszeit, dass sich Werte verändern können. Und zwar alle Werte, sowohl Genusswerte wie politische, wie ethische Werte, dass die sich verändern können, sehr schnell. Und das hat man sehr lang und breit versucht zu analysieren. Es ist unserer Ansicht nach nicht damit getan, dass man einfach lauter Wertebegriffe zusammenfügt. Wenn Sie das wollen, da gibt es sehr schöne Literatur, die, ich weiß nicht, einige hundert Wertbegriffe zusammenfügt und zu jedem so eine kleine Erklärung gibt. Wir glauben nicht, dass das sehr sinnvoll ist. Erstens mal kann man sie alle nicht überschauen, aber zum anderen ist es so, dass man einfach ein konsistentes System sozusagen im Kopf haben muss, wie solche Werte zusammenhängen. Und wir glauben, dass wir sozusagen das kleinste gemeinschaftliche Vielfache da herausgearbeitet haben, was man zu Werten sagen kann, ohne dass man das dann ins Unendliche auseinanderfaltet.
Okay, vielen Dank schon. Es sind noch einige Fragen gekommen, aber die Antje Röwe wollte die Frage persönlich stellen. Antje, vielleicht einfach. Genau. Stage is yours. Ja. Ja, danke. Ja, danke erstmal für die Ausführungen. Vielen Dank. Ich freue mich vor allen Dingen, dass ich jetzt schon Erpenbeck nochmal sehe. Wir haben vor 10 Jahren mal darüber diskutiert. Da war ich, ich habe den Talentkompass NRW, der auch im Kompetenzmessung ist, in der zweiten, also in der Neuauflage vor allen Dingen gemacht, wo das Thema Werte damals schon vor 10 Jahren auch ein extremer Teil hatte. Und was mir bei der Diskussion, also ich bin aktuell zum Beispiel in einem riesen Kulturentwicklungsprozess eines sehr großen systemrelevanten Unternehmens seit 2 Jahren und wundere mich ein bisschen, dass die Grundfrage oder dieses, was mir immer fehlt, eine Werteentwicklung oder auch eine Kompetenzentwicklung, wie würden Sie die beschreiben? Weil ich würde sie anders beschreiben als das, was ich jetzt gehört habe. Vielleicht habe ich es aber auch falsch verstanden. Wie entwickeln sich Werte, persönliche, individuelle Werte? Das haben wir versucht, in diesem ganzen Band Werteentwicklung, gezielte Werteentwicklung von Persönlichkeiten, heißt der Band, der dritte von unseren 3. In 2 Sätzen. Wie bitte? Gibt es in 2 Sätzen. Das geht auch in 2 Sätzen. Also zunächst mal, da finden Sie das ausgefaltet. Die 2 Sätze sind sehr einfach. Werte entwickeln sich nur unter emotionaler Labilisierung. Das heißt, Sie brauchen Situationen, die an die Emotionen gehen. Und das können Sie nach überlegen, wo können die stattfinden. Werner hat es vorhin als Beispiel schon gesagt, in der Arbeit, das ist das Wesentlichste. In der Arbeit entwickeln sich die meisten Werte. Zweitens mal, im Mentoring oder Coaching. Und drittens natürlich im Training. Wobei jetzt, also zur Arbeit, es geht um alle Dinge, wo Menschen zusammen etwas machen. Also in ihrer Ehe oder in einer Ehe entwickeln sich auch Werte, natürlich. Und so, aber es müssen immer Situationen sein, wo 2 oder mehr Leute zusammenarbeiten und auch in aneinander geraten, konfliktmäßig auch aneinander geraten, wo sich Werte noch ändern können. Ansonsten sind Werte ganz schwer zu ändern. Und also alles, was an Werteänderungen so immer diskutiert wird, irgendwelche bösen Menschen bilden eine Nazi-Vereinigung und jetzt sollen die gewissermaßen umerzogen werden durch Vorträge. Sinnlos, braucht man nicht drüber zu reden, das funktioniert einfach nicht. Man muss Mittel finden, dass die tief in ihren Emotionen angegriffen und getroffen werden. Dann kann es funktionieren. Und das ist sozusagen der Grundtenor von unseren Überlegungen. Okay, und ich frage nämlich deshalb, weil mir so ein bisschen die Ebene des Individuums fehlt. Also ich definiere Werteentwicklung damit, und das machen wir mit den Mitarbeitern zuhauf, dass wir erstmal die persönlichen, individuellen Werte darstellen, indem wir uns wirklich die Biografie angucken. Weil das, was Sie genau sagen, emotionelle Labilisierung, also das heißt, ich muss letztlich emotional getriggert sein. Das heißt, in dem Positiven in meinem gesamten Leben, in meiner Biografie und in dem Negativen wird es dargestellt. Und dann finde ich, diese sind Werte ja noch, haben ja noch eine gesellschaftliche Dimension. Und ich vermisse so ein bisschen und finde es aber erstaunlich, dass es vielleicht wahrscheinlich so auch geht, dass die Kulturentwicklung, so sehe ich das ganz klar, geht konsequent vom Individuum aus. Und ich habe das jetzt, wie gesagt, weil wir es gerade auch, das ist nicht das erste Unternehmen, was ich begleite, machen und eben konsequent merken, dass die Bilanzierung der Kompetenzen oder auch der Werte eben über einen formativen Prozess geht, der also erstmal nicht ein Feststellen ist, sondern eine Entwicklung, wo ein Bewusstsein darüber entsteht, was ich eigentlich kann und was ich weiß, auch über sogenannte übertragbare Fähigkeiten, informelle Dinge. Und ich habe immer das Erlebnis gemacht, dass Veränderungen durch Bewusstsein erstmal hervorgerufen wird. Und hier, ihr macht es ja über ein summatives Verfahren, wo die Leute feststellen und eben von der Organisationsebene nach unten kommt. Und ja, ich das hat aber
Verbindung zu meiner eigenen Biografie dann herkommt, wenn es nicht in Kommunikation von unten nach oben getragen wird. Das hat eine Kommunikation von unten nach oben. Und das ist, glaube ich, eine ein Erleben, ein Erleben. Also ich muss ganz klar sagen, ein erfahrungsorientiertes Erleben, das meine ich so. Ja. Das ist eine unserer Erfahrungen, die wir in letzter Zeit gemacht haben. Wir haben auch ursprünglich sozusagen das Beratungsmodell gehabt. Wir reden mit Leuten, wir messen ihre individuellen Wertkonstitutionen und gehen dann davon aus, wie sie mit ihre Kompetenzen entwickeln und wie sie handeln. Inzwischen ist es uns aber klar, dass bei einem Unternehmen zum Beispiel viel wichtiger ist, dass wir im Unternehmen rauskriegen, welches sind denn die Werte des Unternehmens und dann, wie werden diese Werte tatsächlich sozusagen in die Seele der Mitarbeiter gepflanzt, dass sie im Sinne dieser Werte auch handeln. Weil Werte, die nur formal gesagt werden, die nützen ja gar nichts. Die bringen nichts, die stehen auf irgendwelchen Glanzbroschüren, aber nützen nichts für die wirkliche Arbeit im Unternehmen. Okay. Wenn wir jetzt solche Wertentwicklung gestalten, wir kommen ja dann im dritten Schritt auf die individuelle Ebene. Und dann führen wir ja mit jedem Mitarbeiter sowohl die Kompetenz als auch die Werteerfassung durch und führen ein Beratungsgespräch, so wie du das angedeutet hast, mit dem jeweiligen Mitarbeiter durch, mit der Zielsetzung, dass der Mitarbeiter daraus seine individuellen Werte und Kompetenzziele für seinen ganz persönlichen, personalisierten Entwicklungsprozess ableitet. Aber das, was John dargestellt hat, das war unsere Erfahrung, wenn wir auf der individuellen Ebene mit der Werteentwicklung beginnen, dann fehlt diese gemeinsame Orientierung. Während so, wie wir es jetzt dargestellt haben, entwickeln wir erstmal auf der organisationalen Ebene eine gemeinsame Orientierung, aber natürlich unter Einbeziehung aller Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter kann seine Einschätzung der Ist- und der Wunschwerte für die Organisation feststellen. Diese aggregieren wir, um daraus einen gemeinsamen Soll-Werte-Kanon, wenn man es so will, zu entwickeln. Und der ist dann die Leitlinie für die Gespräche oder die Entwicklungsprozesse auf Team- und auf individueller Ebene. Okay, Werner John, es gibt noch viele, viele Fragen. Also wir können nachher den Chat noch offen lassen, dass vielleicht diejenigen, die jetzt so diese unterschiedlichen Ebenen diskutieren wollen, das noch auch weitermachen können. Einfach ein paar formale Fragen noch im Chat abfragen. Ein Thema war nochmal das ganze Thema Lernbegleitung, Lerncoaches. Welche Rollen haben die denn eigentlich in diesem Kontext? Beziehungsweise diejenigen, die Lehrende sind, die sehr engagiert sind, sich auch auf die Fahnen geschrieben haben, Kompetenzen bei ihren Lernenden zu entwickeln, zu implementieren. Was kann man denen an die Hand geben? Wie können die vorgehen? Weil das eine Chart war ein bisschen desillusionierend, wo gesagt wird, im klassischen Modell funktioniert es einfach nicht. Richtig. Okay, also die Rolle verändert sich natürlich fundamental. Wir gehen ja davon aus, dass jeder Lerner seinen Lernprozess selbst organisiert. Und jetzt ist die Rolle des Lernbegleiters, ihn einmal dabei zu beraten, mal sich seine persönlichen Ziele zu setzen, seinen Lernprozess zu planen. Deswegen beginnen wir ja bei der Werte- und Kompetenzerfassung. Folglich muss der Lernbegleiter in der Lage sein, solche Ergebnisse aus der Werte- und Kompetenzerfassung zu interpretieren, zu analysieren und im Gespräch mit dem Mitarbeiter dann quasi ihn dazu zu bringen, seine eigene Lösung zu entwickeln. Dann ist er natürlich der Gestalter des Ermöglichungsrahmens. Das heißt, er nutzt dann die Möglichkeiten, die er in der jeweiligen Organisation hat, um für diese Lernprozesse die Planungs-, die Inhaltstools, Kommunikationstools zur Verfügung zu stellen. Dann moderiert er den Kick-off und die Workshops und begleitet online, aber sehr zurückgenommen im Sinne eines Coaches, begleitet er die individuellen Lernprozesse.
Das heißt also, eine sehr anspruchsvolle, aber auch sehr spannende und abwechslungsreiche Aufgabe. Aber das sind vollkommen, nicht, das ist falsch formuliert, aber deutlich andere Kompetenzen als im fremdgesteuerten Unterricht. Und deswegen habe ich ja mit der letzten Folie auch unsere Erfahrung noch kurz eingebracht, dass deswegen die heutigen Trainer solch einen Lernprozess erstmal als Lerner selbst erleben müssen, damit sie in der Lage sind, wirklich aus eigener Lernerfahrung heraus ihre eigenen Lernarrangements zu gestalten. Okay. Eine weitere Frage war noch, wir haben ja auch mal überschrieben, das Event, wir schauen nochmal auf die aktuelle Krise. Das ist ja auch eine deutliche Labellisierung, wenn ich das Begriff richtig verstanden habe. Was stellt ihr denn fest, was sich jetzt verändert in den Unternehmen an den Werten? Was verändert sich dort? Das können wir so doch gar nicht sagen, weil wir bisher keine wirklichen Messungen gemacht haben in Unternehmen. Und ich glaube, die Unternehmen wissen es auch selber nicht. Das wird sich sicher leider erst hinterher rausstellen, dass sich Veränderungen ergeben, ist klar. Das ist sozusagen Allgemeingut. Was aber wichtig ist, ich will nochmal auf die Frage vorher eingehen, weil uns, Werner und mir ist das wichtig. Wir haben gerade ein Buch geschrieben, das wird jetzt im Herbst rauskommen. Das heißt Die Wertegesellschaft. Und was uns daran so verblüfft hat. Das ist, wie ein ganzes Land zum Beispiel in einer kurzen Zeit sozusagen von einer Wertewelle überrollt wird und dann alle irgendwie vernünftiges Wissen auch außer Kraft setzt. Ich sage das, was wir als Beispiel haben, Kriegsbegeisterung 1914. Ein ganzes Volk ist plötzlich, nachdem ganz viele Antikriegsgeschichten gelaufen waren, Untersuchungen und so weiter, ein ganzes Volk ist plötzlich kriegsbegeistert und zieht 1914 in den Krieg. Das ist deshalb so interessant, weil, und das ist im Unternehmen nicht anders, wenn tatsächlich sich Unternehmenswerte durchsetzen, dann können die sich durchsetzen, auch ohne dass das rational gestützt ist. Das hat einen Vorteil und auch Gefahren, da kann man drüber diskutieren, aber es ist auf keinen Fall, man darf nie mehr dieses Bild der rationalen Überzeugung, wir wissen jetzt, wie es geht und so weiter und wir erforschen das alles und dann funktioniert das schon. Solche Werteprozesse im Großen, in Unternehmen, in Gesellschaften, auch zwischen Ländern. Das sind Prozesse, die ganz weitgehend auf der Werteebene ablaufen und zum Teil hinterher fassen sich sogar die Leute an den Kopf und sagen, wie konnten wir so dämlich sein und so irrational handeln? Okay. Es wird aber immer wieder so irrational gehandelt. Und das gehört leider auch zur Problematik der Wertegesellschaft, in der wir alle leben. Wir leben nicht in der Wissensgesellschaft, sondern wir leben in einer Wertegesellschaft und die Wissensgesellschaft ist eben nur ein kleiner Teil davon. Ist natürlich auch eine gewisse erschreckend, wenn man so deine Ausführungen hört. So, wir haben jetzt 15 Uhr, darf ich einen Vorschlag machen? Wir werden ja die Aufzeichnung online zur Verfügung stellen. Es gibt noch einige Fragen. Ich würde John und Werner dir die Fragen schicken, dass ihr vielleicht diese Fragen dann für den Post beantworten könnt. Dann können wir alle Fragen abarbeiten. Wäre das okay aus eurer Sicht? Die noch offenen Fragen im Blogpost auf Colearn? Ja, wenn das nicht zu lang sein muss. Nein. Wir nicht ein neues Buch verfassen müssen. Ja, oder vielleicht die Idee für ein neues Buch, ja. Also ich stelle die Fragen zusammen. Deine Ankündigung in einem Monat, wollen wir den nächsten Sprint machen. Dort wird es dann stärker um das Thema Führung gehen. Ja.
Und dann würde ich jetzt sagen, wir verabschieden uns jetzt von der großen Runde, aber es ist immer so, dass man nach einer kleinen Runde zusammensteht. Also diejenigen, die das Wochenende jetzt genießen wollen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich glaube, es war eine spannende Veranstaltung, einfach viel zu wenig Zeit. Man bräuchte da wahrscheinlich noch mal eine Stunde, um dann auch ins Diskutieren kommen. Diejenigen, die noch da bleiben wollen und mit Werner und John im kleineren Kreis zu diskutieren, ich habe auch gemerkt, da gibt es ja vielen Gesprächsbedarf. Ich würde einfach die Session jetzt noch mal auflassen. Aber den offiziellen Teil beenden und Karl-Heinz, damit können wir vielleicht auch die Videoaufzeichnung stoppen und dann gehen wir in die Einzelgespräche rein. Also vielen Dank. Ja.